Hallo, lieber Krebs, ich grüße dich zu deiner Botschaft für den Monat Mai. Wie immer, es ist ein allgemeines Reading, es kann auf dich zutreffen, muss es aber nicht. Spüre nach, fühle nach, nimm nur das mit, was für dich stimmig ist. Gerne schau auch bei deinem Aszendenten oder Mondstand, ob da etwas Wichtiges für dich dabei ist. Und wir schauen mal, was der Monat Mai dir mit auf den Weg geben möchte, was wichtig ist für dich. Und ja, dann schauen wir mal, was hier noch so kommen darf. So, okay. Dann schauen wir mal. Für dich, lieber Krebs, ist es wichtig, in diesem Monat Entscheidungen zu treffen. Ganz, ganz wichtig. Und zwar Entscheidungen aus deinem Herzen herauszutreffen. Die Freude zu leben, so viel zu lachen, wie du kannst. Spaß zu haben, ganz, ganz wichtig. Hier kommen noch, als nächstes haben wir ja den Neumond. Wir hatten jetzt den Vollmond mit der Finsternis. Und hier wird sich noch einiges auch für dich offenbaren, wenn du es fließen lässt. Sei offen für das Leben, entscheide dich dafür, Freiheit zu genießen, frei Entscheidungen zu treffen, also wirklich viel auch fließen zu lassen. Dich zu öffnen für die Magie des Mondes. Sie unterstützt dich. Der Mond wird dir in diesen Phasen noch einiges mit auf den Weg geben. Und sobald du dich hier entscheidest, dich zu öffnen, fließt auch die Liebe wieder mehr auf deinem Weg. Wichtig, absolut, dich zu entscheiden, aus dem Herzen heraus zu entscheiden, vielleicht, wenn du magst, mit der Mondenergie zu arbeiten, aber auch einen Monat voller Freude und Spaß zu haben, also wirklich fließen lassen, die Entscheidung dafür zu treffen, und zwar für dich selbst. Das kannst du nur selbst, das ist das Wichtigste. Das ist der Rat vom Universum für dich. Lache, habe Spaß, lass es fließen, öffne dich und triff deine Entscheidungen aus dem Herzen heraus. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Monat Mai. Und wenn du magst, bis zum nächsten Mal. Ciao.